Du redest doch Doch, über musst du mich. aber gerade. Ich Musst du will aber nicht mit gerade. dir reden. Und dann wirfst du dem Suat sowas vor, Ja, Alter. moin, Und du Endra. verhältst dich noch Boah, ich schlimmer. will nicht mit dir Guten Morgen. reden. Du bist doch schlimmer Guten als Suat, du Morgen. Ich Opfer. will nicht mit dir reden. Halt Verstehst dein doch, du Maul, du schäbiger Alban, Hurensohn. Schabatta. Halt dein Maul, Abdul, halt's Hurensohn. Maul. Abdul, Leise. raus. Sohn deines Abdul, weg. Schreiners. Abdul, weg. Bastardsohn. Orangensaft, Abdul, Orangensaft, sehr gesund, Was bist zu du, werden zu Idiot? brauchen, ne? Meine Mutter will ich Sehr kicken. gesund zu brauchen. Adam, du weißt, ich Mann, trinke meinen fick deine tote Orangensaft Mutter, gerne du frisch, Idiot. Gesagt. aber in harten Zeiten trinke ich den Direktsaft. Und zwar in den Boah. Arsch, deine Mutter ficken, in den Ja, Arsch. Weil Direktsaft. die Fotze ist schon Ja, ausgeleiert. bist du Dann fertig, frühstücke Alvo? ich. Bist du fertig? Das ist ja Halt dein Maul Nektar. und versuch dich nicht mit mir zu messen. Ich Und messe mich nicht mit dir, ich will dich ignorieren, aber du hörst nicht auf. kritisiere nicht andere Leute Aber dafür, wofür du selbst Ich will dich bezahlt. ignorieren, aber du störst Halt's das Maul, du Gespräch. Wie kannst du harte Zeiten als Millionär haben? Unfassbar. Bastard. Als Bitcoin-Millionär, Alter, wie kann man harte Zeiten haben? Was für Millionär, der ist doch kein Direktsaft Millionär. mit Fruchtfleisch. Was für Früher habe ich Millionär, mir der den lebt noch. Orangensaft Ey. selber Adam, was ausgepresst. für Millionär, der lebt doch von der Mülltonne, der Typ, Alter. Jetzt reicher als Ja. du. Pass mal auf. Hast du. Es gibt eine dekadente Scheiße, Adam, die wollte ich dir zeigen. Und zwar, weißt du, was das ist? Water Drop Micro Drink. Das kommt der Müllton-Typ, Alter. Der In einer solchen Tüte. Müllton-Typ. Ich zeig's euch mal, wartet. Ja, Junge, was willst du uns zeigen? Du lebst von der Mülltonne, Alter! Wofür sind die Ich Dinger sag doch da? sowas. Ja, Es Troll. gibt da verschiedene Sorten. Es gibt Youth. Youth, Water Drop, dann gibt es noch Zen, Ja, dann wofür gibt sind es die Dinger da? die Ja, Fans, das sind ja, doch immer alles in der da sind Mülltonne. Sprudeltabletten drin. Fokus und in einer Packung sind 12 Sprudeltabletten. Relax. Suat, bist du der echte? Moment mal, Hendra. Ja, das ist der echte, ich ahne es. Ja, Suat, bist du der echte? Ich spüre das ist der echte, ich Ja, spüre ich das. bin der Echte. Das Letzte, was ich nur So, gehört gib's habe, ihm. bevor ich schnell gekommen bin, ist Gib's ihm. dekadente Scheiße, Adam. Also irgendwie passt das zusammen. Ja, es gibt diese komischen, Gib's dem Bastard. So hat man fertig jetzt. Ach Drop, bin auf so, deiner ja, Seite. krieg doch nicht das Maul Ja, auf. wofür sind denn überhaupt diese Drop-Dinger, Alter? Ich zeig's Erstmal dir, schmeiß den Mülltonnen-Typen ich wieder raus, zeig's euch, Mann. ich zeig's euch in der Hand. Hier, pass auf. Also Wofür hier. sind die Hier Dinger Ja, mach den überhaupt? mal groß, Adam. Mach den mal groß, damit wir das sehen, Alter. Ich bin Also, ja erstmal, gewöhnt. wofür sind die Teile, Alter? Und warum hast du so einen Husten, Alter? Ey, mach ihn Wie groß, wenn er lange gerade Zeigebedarf hat, du Idiot. musst du? Mach Ah, ist dein doch ein Glas. Ohr, Reicht, Alter. Mann. Mach den doch einfach groß, du fauler Fettsack. Du nimmst ein Glas So. Wasser und dann tust du eine Sprudeltablette rein. Hier sind 12 Stück drin. Ja, in Was hast du hier verschiedenen Bargeld dran oder Geschmacksrichtungen. was? Ist Das das? ist halt einfach eine Nee, Tablette dir. zum Ich Trinken. habe 60 Seid doch Packungen einfach davon. ruhig, Ich habe während die der einfach in den Müll ausführt. gefunden. Ich Und habe Brausetabletten im Müll gefunden. Fertig. das sind Brausetabletten, damit das Wasser gut schmeckt. 300, Ja, aus 400 dem bis Müll. 600 Milliliter, eine Tablette. Und dann hast du leckeres Wasser in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Meine Güte. Ja, aber 64 solche Moment. Packungen. So, das Damit ist Ändra. Damit das ist ja jetzt Wasser. nichts Besonderes. So ein bisschen Rosenwasser, Gurkenwasser, Oh, was weiß ey, so ich. eine Brausetablette Immer nur mit mit alles. Geschmack. Toller Ey, Fluch, das ist Ändra. Wasser, Alter. Ey, Ja. warte Hey, mal, Alter. der Ingo Schulz, der Da benutzt ruhe doch den immer so Gabbel, eine geh halt doch Zitrone eine in Fresse, seinem Glas Alter, vor. ey. Damit das Wasser gut schmeckt, du kannst dir doch auch Ja. irgendwie Vitamin C-Tabletten oder so reinballern, Adam, Alter. der gammelt den Mülltonnen rum, Warum das ist doch Tabletten, nicht Mann? mehr. Du nimmst einfach eine Scheibe Eine Zitrone solche ins Wasser Packung, und sonst Adam. Vitamin C. Genau, Water richtig, Drop Apion. Micro Richtig. Drink. Und die Eine reden Packung von kostet Pillen. 7 Euro. Junge, 7 der Euro. macht Das gerade sind Mülltonnenwerbung. Mann, zwölf man kann Stück sogar klares drin. Wasser ohne Geschmack trinken. Stellt euch das Ja, vor. 12 Stück. Das bedeutet, Ja, ihr lasst den Händler mal. Der ist ein gerade voll solches euphorisch. Tab, Er hat gerade so einen eine solche Tablette, die das Wasser Zigeunerrauch lecker macht, gemacht kostet aus der Reichen hier. 57 Cent. Unter den Reichen ist Eine er der Zigeuner, Einwerbung. der da immer Ich habe rumlungert von 2000 den Stück Mülltonnen von den davon. Reichen. Und dann holt er alle diese Sachen, die die wegwerfen. Oh, das Ja, darf man ja nicht essen. Hendra, nächstes Mal benutze das Wasser, um deine Haare zu waschen, Alter. Alter, Händler, der nächster von der Mann, Alter. Ey, meine Haare werden Mülltonne später gewaschen. Alter, So sie ist sind so doch heute gar nicht. ein Das ist Bonsen, einfach ein eine Bonsentrainer. Sprudeltablette. Hier sind 12 Sprudeltabletten drin und die Ey, kosten Hendra. 7 Euro.
7 Euro kosten 12 Sprudeltabletten. Hendra, kommst du frisch aus dem Das heißt aber nicht, dass es notwendig ist. Sowas habt ihr noch nie getrunken in eurem Leben. Und ja, direkt kaltes, klares Wasser. Kennst du das Lied? Kaltes, klares Wasser. Ich bin zufrieden, wenn ich Quellwasser vom Boden kriege. Hey, Hendra, deine Haare sehen gerade so ungepflegt aus. Kommst du gerade aus der Mülltonne? Warst du gerade drin? Habt ihr überhaupt eine Quelle, aus der Wasser kommt? Ich habe Quellen. Oh, komm, ja, nicht hier in Deutschland. Ich habe aber in meinem Heimatdorf, also wo meine Eltern kommen. In Österreich. Da auf jeden Fall. Hey, ist das Orangensaft? Ey, ist der O-Saft auch aus der Mülltonne? Ey, ich dachte, der ist in München. Ich bin so arm, Adam, ich kann mir nicht mehr die Orangen selber pressen. Ich muss jetzt direkt Saft kaufen. Ich auch armes Schwein. Meine Güte. Der Containerman. Hör zu, ich habe 65. Ich habe 64. Ey, Alter, Hendra, hör doch immer auf, mit deinem Kram zu flexen, Alter. Der Containerman. Nein, ich wollte euch mal sagen, das ist die dekadenteste. Hör zu, das ist die dekadenteste Scheiße, die es gibt. Die Asiaten und ihre Komplexe, Alter, dass sie mit irgendwelchen Kram immer flexen. Hör zu, in Deutschland ist das Land, Lisa Peter, Alter, halt doch mal deine Schnauze. Deutschland ist das Land, Adam, wo Leute. Leute bezahlen. Ey, schmeiß den Müll mal wieder raus, Alter. Ey, guck mal, Alter, ich hab ein Big Feuerzeug, Leute. Schmeiß den Müll mal wieder raus, Junge, Alter. Kurkuma, oder 50, was ist das? 57 Cent kostet eine solche Tablette. Ich habe für 400 Euro Tabletten zum Wasser aromatisieren. Also, ja, erzähl doch mal, warum. Braucht man nicht, Hendra. Das ist einfach nur Luxusartikel. Hendra, warum hast du dich eigentlich so mit Albo verstritten? Und warum droppst du irgendwie Klardaten über so Leute, die ja eigentlich cool mit dir sind? Das Adam. Bin nicht ich, Albo. Hör zu, Albo. Das ist dieser Fuad Afane. Er hat eine zustandsfähige Adresse in Berlin. Der droppt alles in Anzeigen. Ja, ja. Oh, wollen Sie den Scheiß doch erzählen? Der verprügelt Frauen, handelt mit Drogen, arbeitet für die PKK, ist ein Wichser. Findet ihr das etwa richtig? Also, soll ich dir was sagen, Hendra? Warum bist du behindert, Hendra? Adam, ganz kurz. Hey, Hendra, soll ich dir was sagen, von Mann zu Mann? Du hast wirklich diese Rhetorik von Behindi-TTA übernommen, Alter. Über andere Leute. Ey, ich wollte Ihnen mal eine Frage stellen, Albo. Aber erzähl erstmal du zu Ende. Sorry, genauso wie TTA über Raik Andersen abgeht, gehst du über Fuad Asane ab, Alter. Nein, Furzbanane. Furzbanane. Aber egal, Suat, bitte. Eine gefurzte Banane, okay. Ich wollte dich fragen, Hendra, du hast doch neulich so irgendwas hochgeladen von dir, da hast du diese ganzen Prepper-Sachen gezeigt. Ja, mit was wirklich? Und ein Bash an Belisch. Ich gucke ja den Belisch. Genau, ja, genau, dieser Belisch oder wie der heißt. Ich habe den nie verfolgt. Keine Belisch, Ahnung, Alexander Belisch. Alexander Belisch, man, wie oft denn noch? Aber du hast sozusagen gespielt, dass du ihn verfolgt hast und er hat dir empfohlen, dich halt zu preppern und so weiter. Oh, als wenn der auf den Hörer will, der hat den verhöhnt. Die Sachen sind abgelaufen und das hat und ist gar kein Notfall. Notstand. Ja, eben, das hat er auch nicht bei Alexander Binisch gekauft. Ah, Suat! Ja, genau, das habe ich halt mitbekommen. Ja, du hast mitbekommen und ich sage es dir jetzt ganz kurz. Die Frage gilt nicht dir, Joe, sondern den Hendra. Ich wollte halt wissen. Ich beantworte das ganz kurz und knapp. Er hat ihn getrollt. Warum sollst du für ihn antworten, du Idiot? Die Frage ist, ob ich das fassen kann. Ja, aber bitte die Erlaubnis, dass du für ihn redest. Ey, Joe, kannst du mal diesen Müllton-Muslime rausekeln irgendwie? Wen meinst du? Meinst du Popo? Ich meine den Müllton-Muslime. Popo ist doch kein Müllton-Muslime, Mann. Nein, Mann. Hör mal, oh, Popo, das ist Wannabe. Wannabe. Was ist das denn? Ist das Volksverhetzung? Ich weiß nicht. Was ist Volksverhetzung? Hast du meine Frage verstanden, Hendra? Also, ja, ich habe sie verstanden. Natürlich hat er die verstanden. Die Antwort ist ganz einfach. Der Alexander Benisch, diese ganzen Prepper sind wirklich Idioten. Es macht doch keinen Sinn, Lebensmittel zu horten, Trockenfutter und so einen Scheiß. Wirklich.
Das musste ich alles wegwerfen. Das waren für 400 echt, Euro jetzt? Sachen. Was? Ja, ach, natürlich. Scheiße, was so teuer? 200 Gramm Kakao. Ja, ich hab der, du hast das ja gefilmt, Euro. Ich hab's gesehen. Also der ganze Tisch war voll mit Talk. Meine Güte, der hat das einfach haufenweise da rumliegen, ist abgelaufen, fertig, weg. Ja gut, aber Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, gut, aber was verstehst du denn? Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das weiß nicht. Oh, das ist eine Trollaktion! So, hörst du zu? Meinst du, das ist in der Tonne gelandet alles? Meinst du das? Ja, Joe, in der Biogasanlage. Komm, Joe, ich, wir sind ja, Biogasanlage, genau. O-Ton, Video-Message. Meinst du, es ist in der Biogasanlage gelandet? Meinst du, es ist. Hey Joe, es ist meiner Biogasanlage vollkommen egal, ob nur Albus Scheiße in der Biogasanlage landet oder Albo selber. Im Endeffekt kommt immer Biogas raus. Ja. Alter, das ist aber ganz schön viel. Naja, labert der Pinguin. Ne? Wenn man Biogas ihn wieder erwischt, Alter, spielt er wieder den Teddybär, ne? Der Pinguin. Alter. Ich bin der Teddybär. Ich finde das lustig. Also, ich finde, der Indra hat einen sehr speziellen Humor. Dass er überhaupt auf Alexander Benisch kommt. Was meint Pauline? Dieser Seitenhebe, den fand ich ja interessant. Was meint Pauline mit NH? Aber die kennt ihr, die Leute, die mitreden, sind Alexander Benisch ja noch nicht mal. Fresse halten. Ich will jetzt wissen, was Pauline mit MHDS meint. Was meint sie denn? Was meinst du damit? MHDS? Hä? ADHS heißt es, Pauline. MHDs. MHD, nicht MHDS. Ja, was heißt das? Ja, was heißt das? Ja, was weiß Mindesthaltbarkeit. Mindesthaltbarkeit. Ach so, aber MHDs! Was Mindesthaltbarkeitsdatum. Ah, guck mal. Er hat es ja falsch ausgesprochen. Er hat ja MHDS ja gesagt. Ich habe es falsch ausgesprochen, Alter. Dann zeig doch mal her, das Von was denn? Ja, Mindesthaltbarkeitsdatum. Von deinen Pillen, Alter. Oder von sonst irgendwas, was du da jetzt naja hast. Ja, von deinem Mülltonnenschrott. Was denn sonst? Ja, zeig mal her, Alter. Wir waren zeig her den Mülltonnenschrott. Mindesthaltbarkeitsdatum vom Orangensaft. Ja, nicht vom Orangensaft. 2022. Pillen, Alter. Die Pillen, die du hast. Die sind länger haltbar. Das ist trocken. Entschuldige, ja, so 3-4 Jahre. Diese Wasseraromatisierung. Ja, Adam, mach den mal wieder kleiner. Also, wieso? Das nicht, wenn du das ja hier drauf. Warum willst du das nicht? Er zeigt doch gerade Sachen. Achso, ja gut. Ja, sorry, dann zeig erstmal, was du zeigst. Ja, dann halt doch einfach deinen Maul. Er zeigt doch gerade Sachen und dann sagst du, mach den mal klein. Wer bist du? Nein, ich habe gedacht, wir reden das ganz normal wieder weiter. Nein, er zeigt die ganze Zeit Sachen, drauf. Er hält gerade sein Mindesthaltbarkeitsdatum rein. Das heißt, du hast das Gespräch nicht gefreut. Dann können wir auch den Gandalf reinnehmen und der zeigt auch die ganze Zeit Sachen. Du könntest einfach deine Schnauze halten, dann würdest du uns eine Menge Nerven schonen. Das ist der beste Baklava-Laden, den es gibt. Ich kaufe jeden Tag dort nur ein. Apion, deine Beiträge sind sehr wichtig. Was steht da? Altin Didim Baklava. Ach, Scheiße. Nur wo du das gerade aussprichst, habe ich so einen Internethänger. Altin Didim München. Allen Didim. Baklava Kebab Restaurant. Ach, Altin, achso, das T habe ich gar nicht gesehen. Ja. Altin ist ja, gut, Altin. Ja, ich habe Altin deswegen genommen, Altin weil meine drin ganzen Pillen ganz wichtig hier reinpassen. Hier, alle Pillen. Boah, Alter, was ist das für ein Ballerstream? Und das du, Händler, bist auch völlig hängen geblieben. Das sind die Pillen von 40 Packungen. Alter, du bist ein Millionär, ein Bitcoin-Millionär. Ich sag ja, Alter. Was für Millionär, Land, Asiaten haben diesen Tick. Schobern. Waterdrop, Microdrink. Was für ein Millionär, Land, der von den Mülltonnen die Bitcoins Alter, hier liegen 200. Der sammelt 200 Händler, du enttäuschst mich und ich schäme mich gerade fremd für dich.
250 Euro Wasseraromatisierungstabletten. Wer braucht so einen Scheiß? Keine. Ja, hör mal, das Wasser schmeckt einfach viel besser mit Love oder mit Zen oder mit Defense. Ey, aber habe ich noch nie getrunken, selbst wo ich Geld hatte, habe ich nie Wasser mit Love bereichert. Ökonomisch. Nein, oder was hast du da noch unterwegs? Keines klares Wasser. Das ist alles Chemie. Andra, kaltes, klares Wasser. Das ist keine Chemie. Das ist Chemie, Lan. Alter, wenn du jetzt hier nicht bald deine Dauerwerbesendung beendest, Alter, musst du leider gehen, Alter. Gerade diese Chemie, Alter. Oh, doch, Spielverderber. Ah. Aber ich schreibe da was selber scheiße, Mann. Ja, was? Lass doch mal. Du schmeißt die Mülltonne raus. Und ich denke mir so, Händler, was ist mit dir los? Der ist am Protzen, der mit seinem Geist. Was kannst du denn sonst hier bieten? Material. Willst du mich thematisieren, wenn ich nicht da bin? Willst du das weitermachen? Zusammen mit Joe einmal redest du? Über. Klar, Alter, Autismus ist für mich. Ich rede mit Schischko hier. Krass, ne? Mit wem redest du jetzt gerade? Ja. Behinderung ist für uns interessant, so halt, Alter. Es ist halt leider so. Ja. Das ist für mich ein Problem. Ja, weil ihr die Behinderten seid, die hier unterwegs sind. Ihr seid die Behinderten. Halt mich da raus. Deswegen fragt ihr euch, was ist meine Behinderung? Ich muss so eine Superman-Behinderung haben. Ihr? Wer ist ihr? Mit wem redest du überhaupt? Wer ist ich hab dich bitte, du warst gar nicht Thema. Ey, wir haben über Hendra geredet. Ach so. Du warst kein Mal Thema. Was war denn das Thema, bevor ich reingekommen bin? Und bevor was war das Thema? Erzähl mal. Ey, jetzt mal ohne Scheiße. War er das Thema? Er war vorher das Thema. Joe, du hast ganz klar gesagt, er ist dumm. Er hat IQ 85. Er ist nichts zu gebrauchen. Adam hat den Autismus vorgeworfen. Du hast gesagt, nein, das ist kein Autismus. Der ist dumm. Ja, er ist dumm. Aber da hat er noch zugehört. Und jetzt kommt der hockt hier. Ey, der hockt hier eine Viertelstunde drin und sagt, was habt ihr gerade gesagt? Dann hast du gesagt, äußer dich jetzt, alter Joe. Äußer dich jetzt, du feige Sau. Was? Was soll ich mich. Euter dich? Ja, wollte Albaner jetzt gerade ausreden lassen? Was du hinter dem Rücken geredet hast? Ich habe nicht hinter dem Rücken geredet. Knie und Klumpfuß tun sich zusammen, Alter. Adam, du sagst, ich soll mich äußern. Soll ich mich äußern oder nicht? Nein, sollst du nicht. Weil abhören will, was du Wichtiges sagen. Vier Juden haben dich angerufen und haben dir gesagt, der würde dich nachhelfen. Alter, die einzigen hier drinnen sind Albo und ich, die die Fresse aufreißen, aber auch ihre Adresse zeigen. Und ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja, Adresse zeigen? Also, ich rede jetzt nicht von Albo, aber kein Problem mit dir, Junge, du bist ein Problem für dich selber. Jeder weiß auf meine Adresse. Ich guck nicht grundlos auf hier im Internet. Ich scheiß mir in die Hose. Komm, Alter, du kommst da aus der Ecke hier. Alter, ey, komm da aus der Ecke. Ja, da komm da an. Ja, komm her mit deinem Dreckskanacke. Ich bin da selber schon gewesen. So, Alter. Ja, geh doch. Und dann rufst du mich schön an und sagst, Joe, ich bin jetzt da. Jetzt kommst du mal schön. Dann komm ich wieder rum und mal sehen. Bullterrier-Welten von einem Zustande. Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn von mir? Bullterrier-Welten. Lass mich in Ruhe! Weißt du, was ich meine? Lass mich in Ruhe! Du bist ein Behinderter! Mann, ich sag keine Behinderten! Lass mich in Ruhe, bitte! Ich kenne mich aus in dieser Ecke, Mann. Das ist voll dieses. Lass mich in Ruhe, bitte! Aber wieso soll das denn? Lass mich bitte in Ruhe! Du bist behindert! Aber du hast doch über ihn geredet! Der redet hier. Mann, ich habe über ihn geredet und nicht mehr. Ich habe doch vorhin über ihn geredet. Und Albo, wenn du die Notwendigkeit hast, dann wiederhole es doch, was ich erzählt habe. Wenn die voll ruhig ist, da passiert überhaupt gar nichts. Ich rede nicht hinterrücks. Ich würde es in seine Fresse sagen, aber merkst du nicht, dass er durchredet? Aber warum ist Gott für dich dumm? Du über ihn und nicht mit ihm. Ja, weil er dumm ist. Warum ist er für dich dumm? Weil er dumm ist. Ja, aber warum? Ja, für den einen bin ich dumm, für den anderen bin ich ein Autist. Ja, entscheidet euch doch mal. Wer sagt, dass du ein Autist bist? Oder ihr tut euch zusammen und nennt mich einfach. Wer sagt, dass du ein Autist bist? Ich bin immer noch auf der Autistenseite.
Wie kommst du, Adam, wie oft habe ich dich gefragt? Wie kommst du darauf, dass er autistisch ist? Dafür, ja, weil er nichts versteht, der versteht nichts, der ist voll hingeblieben und der ist dumm. Also ist er autistisch. Super Diagnose. Und ich sagte dir, die Diagnose ist einzig und einfach dumm. Ich habe doch dir selber gesagt, wie kann ein Mitte 30-jähriger Mann sich wie ein Anfang 20-jähriger verhalten? Und meine schlichte Antwort ist, weil er tot ist. 33, ja, okay. 35. Und du sagst, er ist ein Genie. Und nein, er ist ein Autist. Wie kommst du darauf? Weil er, man muss doch irgendwie aus Lebenserfahrung schon irgendwie lernen. Selbst wenn du definier mir einen Autisten. Ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Ja, das gibt es. Eigentlich hättest du dich totgeguckt oder totgesoffen. Das gibt es. Keiner hört ihm zu. Was willst du jetzt von uns? Keiner hört ihm zu, was er erzählt. Weil du bist behindert, deswegen, warum hörst du nicht zu, wenn er was erzählt? Hör nur mal zu. Ja, eben, der will ja nicht zuhören. Der will ja nicht zuhören. Okay, jetzt hören wir zu. Wir hören jetzt zu, was du zu sagen hast. So. Du sollst doch. Adam, sei ruhig, er will was sagen. Ich habe dich gefragt, Adam, ich habe dich gefragt, was hast du gearbeitet, was hast du in der Ausbildung hinter dir? Du hast gesagt, nix. Also, du hast noch nie gearbeitet in deinem ganzen Leben. Nach der Schulzeit hast du nie irgendeinen Finger. Okay, du willst jetzt von dir auf dich abnehmen. Du hast nie gearbeitet. Profi-Schwarzer. Ja, warum? War ich nicht lang genug Thema? Jetzt können wir dich mal thematisieren. Ein bisschen. Ja, Profi-Schwarzer. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja. Sei ruhig, Albo. Was hast du denn gearbeitet? Du willst jetzt von dir auf mich ablenken. Nix. Du hast gar nicht. Ja, siehst du, ablenken, ja. Also, du ja, willst ja, das doch, Thema. Und jetzt zementiert er mich mit diesem Nix. Aber wenn man dich anspricht, was mit dir. Es ist doch jetzt ganz offensichtlich, dass du jetzt ablenkst. Schreibst du wieder ab, dann sagst du, ich versuche abzulenken. Ja, abzulenken, ja. Wie lange soll ich denn ablenken? Also, jedes Mal, wenn du einen Stream machst, geht es dann um mich. Ey, hol dir mal wenn an ich die ganzen Zuschauer. Dann eine Gegenfrage stelle, wo ich dich halt ein bisschen thematisieren will, dann heißt das, ich will ablenken. Ja, klar. Du bist halt vorbei. Ich sagte ja, ich Adam, antwort auf ihn! Nee, jetzt redet er über Asiaten. Ach so, du redest gerade. Ach so. Ja. Stammel. Ja, kannst ja gar nichts beantworten. Hier auf mich irgendwie jetzt rüberlegen. Was hast du gearbeitet, Adam? Was hast du gearbeitet? Hast du jemals in deinem Leben beruflich gearbeitet? Er ist doch Profi. Hast du jemals in deinem Leben beruflich irgendwas geleistet? Hey, hier ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Halt die Schnauze, Endra, die haben gerade eine Debatte. Ja, Endra, halt dein Maul. 2023. Ja, das ist super wichtig gerade. Das ist super notwendig. Super notwendig, super wichtig. Okay, warum ist das wichtig für dich? Super notwendig ist das jetzt gerade. Okay, warum? Ja, erzähl doch. Warum ist das wichtig? Das warum musst du uns erstmal liefern. Also erzähl doch, hast du denn etwas warum ist das für dich wichtig? Hast du gearbeitet? Hatte nicht. Ist, ja, also bin ich der Einzige, den das interessiert? Verändert das mal, ein Mensch in deinem Augen, wenn er etwas gearbeitet hat, wenn er etwas geleistet hat? Gegen Grippe. Der Bitcoin ist auf 50.000, niemand kann arbeiten. Das ist eine einfache Frage. Warum kannst du mir nicht beantworten? Warum tanzt du plötzlich um die Frage? Richtig, da gebe ich ab hier ein Recht. Stell dir eine simple Frage. Warum antwortest du nicht? Warum tanzt du um die Frage herum? Eben, warum eierst du rum? Adam, antworten. Ja, ich habe schon als Maurer gearbeitet, ja. Wie lange? Als Maurer. Als Praktikant? Okay. Hast du eine Ausbildung als Maurer oder hast du da als Pflasterer gemacht? Nee, das glaube ich nicht. Ich kann ihn ja fangen. 2 Jahre und ich habe auch ein Jahr lang als Gartenlandschaftsbauer gearbeitet. Du hast nicht ein Jahr lang, okay. Also du mit deinem ein Jahr in irgendeinem Berufszentrum für Leute, die halt aus der Schule kommen, da in diesem Berufsausbildungszentrum, hast du da rumgetanzt ein Jahr lang und okay. Und dann nennst du das Arbeit oder was? Suat, ist das für dich wichtig? Warum ist das für dich wichtig?
Das ist für mich sehr wichtig, weil dann kann ich dich einschätzen. Dann weiß ich, dass du einer bist, der nur Scheiße labert über andere Leute, aber selber nichts geleistet hat im Leben. Richtig. Abhören darf auch austeilen. Adam, du stellst dumme Fragen. Ich stelle dir Fragen und du sollst antworten. Okay. Er darf mich ruhig auf dieser Ebene angreifen. Kein Problem. Ja. Wieso? Er greift dich nicht an. Er hat dich auch gefragt. Auf der Ebene. Na, guck mal, der stellt sich noch. Er stellt sich noch dahin, als wäre der was Größeres, so auf dieser Ebene, sagt er. Als wären wir unter ihm. Hä? So traurig, Mann, was für ein Scheiß der da labert, Alter. Das war unfassbar. Du, Alter, man nicht so bietet, ich mein, Alter. Ich wusste das ja schon vorher, aber... Alter, der Zement geht nicht. Weißt du, der hat nicht eine Ahnung vom Bau, was von Baustellenarbeit erzählen. Ich habe ein Jahr als Maurer gearbeitet. Hey, Alter, Maul, Alter. Natürlich habe ich ja... Ein Scheiß hast du gemauert, Alter. Was hast du da gemacht? Hä? Hast du eine Ausbildung ausgelernt als Maurer? Nein. Ja, habe ich nicht. Natürlich habe ich nicht ausgelernt. Das ist bescheuert. Ja, also. Was ist natürlich nicht. Es ist ja voll natürlich. Schwerge, du Schwerge. Ich sag doch, ey, da ist einer, der den Zementdeckel schleppen konnte. Ja, klar, ich auf den Kopf gehätschelt, gekriegt du jetzt rot zu mir, Adam. Und das ey, was meinst du, Alter, was ich schleppen musste, Alter, Bruder, noch hoch? Ja, eben, du bist ja der, hier, der Packesel gewesen. Ja, genau. Das ist deine Ausbildung. Was hast du noch gelernt? Okay, auf der Baustelle warst du Packesel. Der Zement. Ja, was heißt gelernt? Was hast du sonst noch gearbeitet? Er könnte ja irgendeine andere. Er hat ja nichts gelernt, was hat er noch gearbeitet? Haben. Sagen wir mal, als Aushilfskraft irgendwo oder so. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen davon. Ja, genau, Adam, erzähl. Was hast du denn sonst noch gearbeitet, außer Maurer ein Jahr? Was eben, du bist ja auch sehr vorbildlich, Adam. Du musst überlegen. Ein Jahr, guck mal, Alter. Du erfüllst hier gerade einen arischen Standard. Du bist Mitte 30. Du bist sogar Anfang 40. Nach deinem Motto. Weil ein 37-Jähriger ist dann nicht mehr Mitte 30, sondern dann ist er ja Anfang 40. Was diesen dreckigen. Ja, ich finde, dass Popo gerade den Adam richtig zerlegt und Adam. Ja, das ist, in deinen Augen kann das durchaus so sein. Ne? Nach meinen. Das ist so. Er stellt dir normale Fragen. Nach meinen Standards sage ich. Fick auf diesen Staat und fick darauf, dass ich irgendwelche Steuern hier eintreibe. Ja, der Staat ist schuld, warum und du nicht arbeitest. Nach meinen Standards Du Rebell! Du Rebell! Heute machen aber auch manche Punks. Die haben auch die Gleichanstellung. Ja, ja. So sehe ich das wohl. Adam, im Grunde habe ich alles richtig gemacht. Dass ich diesem Dreckstaat, keinerlei Steuern und keinerlei Arbeitskraft geboten habe. Reingeraten. Alibi, billiges Alibi. Ich bin ein politischer Kämpfer, ich bin ein Faulenzer. Das ist mein politischer Kampf. Ich bin ein Faulenzer, das ist mein politischer Kampf. Leider bin ich im Recht, Joe. Ja, okay, toller Kampf. Leider bin ich im Recht. Echt? Das nennst du kämpfen? Ja. Cyber Warrior oder was? Verweigerung ist Cyber Warrior. Mega, der Cyber Warrior, Junge, Couch Potato, Alter. Okay. Völlig deformiert, also, körperlich. Sagen, was ist das denn für ein Warrior, Alter? Was für ein Cyber Warrior, Leute zu faken und irgendwelchen Weibern zu sporken? Im Sinne der Germanen, Adam Stich, irgendwelche Typen. Steckt er seine Nase in andere Angelegenheiten. Warrior, das ist ein Warrior. Was ist mit dir und Viola, Albo? Verstehst du, du steckst ja das interessiert ihn immer wieder, Angelegenheiten, aber tu es einen auf Cyber Warrior. Ja, was ist denn mit dir und Haus hier? Weiße Rasse und so. Ja, genau. Ja, genau, was ist denn mit Adam, du bist jetzt gerade, du bist gerade der Gefragte. Nicht ausweichen. Ja, Adam. Der nimmt dich gerade auseinander. Hätte ich nicht gedacht, dass er dich... Ey, das ist doch so offensichtlich. Ey, Autismus-Boy, weißt du? Weißt du, wie tief du dir deinen kleinen Finger irgendwie reinstecken kannst? Ja, klar hat er mich verraten. Aber, Adam, ohne Scheiß. Ey, Popo hat dich richtig auseinandergenommen. Mir macht das so Spaß. Ja, Popo hat mich richtig auseinandergenommen. Das hat ja keinen Spaß gemacht. Du pulsierst. Ja, ich drehe jetzt schon fast durch. Also ich bin mega... Jetzt hast du dich geärgert. Weil dir aufgefallen ist, als ich meinte, du pulsierst, weil du warst ein Lauthals. Ja, keine Ahnung. Der Apion hat dir auf ruhige Art und Weise dich gefragt, was hast du denn so gelernt, was hast du so jetzt getan? Schauen wir mal, was der Milton... Du fühltest dich sehr angegriffen durch diese simple Frage. Das war voll der Fall. Ja, ich habe mitgespielt, das war lustig. Der hat dich voll durchgefickt. Nein, du hast nicht mitgespielt, du hast schlecht geantwortet. Ja, natürlich habe ich eben mitgespielt, das war lustig.
Was hast du denn mitgespielt? Ich habe doch eben mitgespielt, das Spielchen so, ne, was hast du denn gelernt? Ja, gar nichts hast du gelernt. Was willst du denn da mitspielen? Ja, als wenn ich euch das erzählen würde. Ihr Vollidioten. Ja, das ist ja voll das Geheimnis. Du bist doch derjenige, der immer Informationen braucht von anderen Menschen. Das geht nicht einen Scheißdreck an, wie das Leben von Albo abläuft und seine Frau. Dann willst du wissen, ob Joe und Tausi wieder zusammen sind. Oder das will ich alles wissen. Du willst doch alles wissen von den anderen Menschen. Richtig, da gebe ich Popo recht. Auf jeden Fall. Wenn man dir eine Frage stellt, dann ist das ein eigenes Thema, Alter. Ja, Zuhat, wenn du antwortest, dann bist du doch selber schuld, oder? Kleiner behinderter Autismus? Dann bist du doch selber schuld, oder? Das macht dir doch Spaß. Autismus, dann bist du doch selber schuld, wenn du antwortest, Adam, oder? Er stellt dir doch simple Fragen. Adam, er stellt dir doch einfach auch mal nur Fragen. Und das sind harmlose Fragen. Genau, ich habe Adam, er stellt dir harmlose Fragen. Don Tango hat es jetzt gerade geleakt. Ich bin gelernter Friseur. Adam, der Popo stellt dir simple Fragen. Die sind gar nicht unter der Gürtellinie. Warum posierst du so? Was ist los mit dir, Adam? Don Tango hat es jetzt... Ist dir da was unangenehm? Er hat dich nicht beleidigt. Er hat einfach gefragt, was hast du so getan, gearbeitet oder gelernt? Ich habe doch... Du hast nichts gelernt, hast du ja gesagt. Ich was hast du gearbeitet und warum bist du am Ausrasten, Adam? In weißer Trüffelbutter. Büffelmozzarella in weißer Trüffelbutter. Das schmeckt köstlich auf alles. Egal. Immer ein Stück Mozzarella. Immer noch auf diese Büffelmozzarella. Das kann ich mir nicht leisten. Scheiß, Alter. Hendra, ey, Trüffel und sowas. Du musst es aus der blauen Tonne holen, Joe. In der blauen Tonne. Was? Bei uns sind die abgeschlossen. Woher hast du den Generalschlüssel? Du musst das Schloss öffnen, Joe. Wo finde ich denn da Büffelmozzarella? Das ist Einbruch und Diebstahl. Das interessiert niemanden. Ja, das sagst du. Du hast ja Generalschlüssel, schleißt dich rum und hast auch da und den Typen, der irgendwie den Platz überwacht, so geschmiert. Büffelmozzarella in Trüffelbutter. Alter, das ist schon wieder so behindert. Mega der Nobelschröder. Ey, Hendra ist auf jeden Fall. Krass, ey, was der für Luxusessen hat. Luxusessen. Und Trüffelscheiß oder was? Hier ja, unter anderem. Das war ja nur ein Highlight. Aber echt, was für Luxusessen. Mann. Der hat davon in der Tonne suchen wie so ein Penner. Der hat sein Essen. Was? Der muss das nicht. Der macht das doch Spaß und Langeweile. Mann, der ist ein Millionär, Alter. Der führt euch vor, wie einfach es geht. Das ist doch sein Effekt, den er hier. Nein, der ist kein Millionär. Der lebt vielleicht in so einer Millionärsgegend und dort stöbert der ein. Doch, Hendra ist ein Millionär, ich weiß das. Und nimmt das alles, was hier wegfährt. Hendra ist ein Millionär, ich weiß das. Haltbarkeitsdatum. Siehst du, 2023. Joe, du musst in die blauen Tonnen. Ich habe 40 Stück von den Dingern rausgeholt letzte Woche. Ich bin hier nur am Garnelenfressen. So, reicht jetzt, Alter. Ey, warum schmeißt du mich raus, Mann? Weil ich keinen Bock mehr auf Werbung habe, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf Werbung. Ah, der hat mir gerade Tipps gegeben. Wichser, du. Ey, genau, Hendra, Alter. Du hörst jetzt auf mit deiner behinderten Werbung, Alter. Wieso? Was für Werbung? Der zeigt, was er hat. Ja, scheiß Werbung ist, Alter. Das ist doch keine Werbung, wenn er sagt, er hat Kanälen. Für Lulu. Das ist doch keine Werbung. Er holt die Scheiße aus seinem Kühlschrank, Alter, und führt die hier vor, Alter. Ey, ich sag euch doch, das ist Rotze, keine Werbung. Die schmeißen Sachen, die schmeißen einfach alles in den Müll, obwohl das noch verpackt ist. Noch verpackt und alles ist. Ist da jetzt was vergammelt oder was? Die Entrecote-Steaks habe ich schon drauf. Der Händler, der ist ein guter Ökonom. In dem Sinne. Also der guckt, was noch verwertet ist. Händler, bei welchen Laden gehst du den Containern, wo man so. Erstklassige Ware Container kann. Ja. In München, in den 5 Höfen im Untergeschoss, in der Tiefgarage. Ja, aber vielen welcher Dank. Laden? München, Bestlage. Innenstadt, Altstadt. Ja, welcher Laden? Rewe.
Fünf Höfe ist ein Zusammenschluss. Da sind mehrere so. Läden in fünf Höfen. Ach so, okay, das kenne ich nicht. Ja, okay, das ist sowas typisch Süd. Gibt's hier ohne Scheiß, ich habe gestern 500 rausgeholt, vorgestern 600. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Wirklich. Und du siehst ja selber, das Zeug ist nicht abgelaufen, eine alte Scheiße. Das sind die absurdesten Luxusgüter. Jetzt vor Weihnachten, die nächste Woche wird wahrscheinlich gigantisch, weil Weihnachten wird weggeschmissen ohne Ende. Alles wird leergeräumt. Da hole ich dann, was weiß ich, Gänse, Straußen, alles. Alles wird weggeschmissen. Und es ist alles noch gut. Man muss es sich nur holen. Macht. Findet den Zugang zur blauen Tonne. Boah, ich hätte jetzt auch Bock auf so Gänsekeulen. Der wird uns aber verwehrt. Dann mach's auf, Alter. Stellt euch nicht so dumm an. Wenn so ein Spasti wie ich das kann, könnt ihr das auch. Ey, du hast Schlüssel gekriegt, auf zu lügen. Du hast ja eben über Tiefgarage gesprochen. Deswegen hat fucking Pauline gesagt, Alter, wo steht das Ablaufdatum? Weil du echt Container gehst, Alter. Ja, das tue ich, aber die Sachen sind nicht abgelaufen. Mann, er hält doch die ganze Zeit Ablaufdatum rein, dass es nicht abgelaufen ist. Ey, es ist abgelaufen, Alter. Er hat es doch eben überhaupt nicht reingehalten. Er hat es reingehalten. Mann, verdammte Scheiße, Alter. Oh, Jebim, der hat er wohl. Hat er nicht, Alter. Okay, es stimmt. Pass auf hier. Es heißt mindestens. Wir sind seit November, seit 31. Dezember 2021. Ist nicht abgelaufen. Abgelaufen. Und? Ist nicht abgelaufen. Ja, wenn das abgelaufen ist, heißt es nicht, dass es... Es ist nicht abgelaufen. 31. Dezember. Dezember ist doch nicht, Adam. Ja, abgelaufen. Ja, gut. Ich meine, das heißt nicht, dass es nicht mehr verwendbar ist. Meine Güte, das ist Zukunft. 31. Dezember ist Zukunft. Nur Mindestablauf. Mindest. Ja, noch nicht mal das ist erfüllt. Noch nicht mal das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das sind Sprudeltabletten. Die Sprudeltabletten sind unbegrenzt haltbar. Jede einzelne Tablette ist verschlossen. 200 Sprudeltabletten werden im nächsten Sollpool alle reingeschmissen. Ne? Dann schmeckt es nach... Das ist sehr hochwertig. Das ist aus Österreich. Kostet 7 Euro so eine Packung mit 12 Tabletten. 7 Euro. Für sie, ja, jetzt für musst sieben du so, Gin. Als wäre das voll teuer. Ja, achte mal die Packung. Nein, Hinder, das braucht keiner. Geschmack, ja, guck mal. Wer braucht denn sowas? Wenn man Wasser Hinder. Hat, dann muss kein Geschmack denn sowas? Ich war auch dagegen, ich wollte schon liegen lassen, aber dann habe ich gegoogelt den Preis, dann habe ich mir gedacht, oh Gott, hier liegen ja 400 Euro, die nehme ich mit. Und das schmeckt wirklich gut. Wasser trinken ist langweilig. Ich tue einfach so eine Sprudeltablette in das Wasser. Das sind die feinsten, teuersten Pflanzenextrakte und Aromen drin. Das schmeckt fantastisch, wirklich. Hey, ich bin hey, begeistert. Hey, mega, der Verkäufer. Das sind die besten und teuersten Pflanzenextrakte. Das ist so, die ich dann auflöse. Dann hast du eine sehr nahrhaftes Getränk. Es gibt nichts Teureres als dieses Zeug. Endra, genau dieses Zeug ist für mich unwichtig. Wasser, Geschmacksverdebe. Wasser trinke ich wegen Durst. Nicht wegen Geschmack. Du hattest da andere Highlights, die fand ich interessant. Aber echt, ich will auch lieber ganz normal Wasser trinken. Ich brauche jetzt keinen Zitronengeschmack oder was weiß ich was. Wieso? Lass ihn doch drinnen, wenn Platz ist. Was ist dein Problem, Alter? Ich hab da keinen Bock drauf, Alter. Nur weil du klauen gehst bei Rewe, hast du ein Problem damit. Aber du hast Bock darauf, dass die drei Balkaner sich hier gegenseitig schwätzen. Und du guckst dann im... Nein, Moment mal. Er geht bei Rewe klauen. Lass klauen. Sich alle beten. Du verdammter Penner, Alter. Adam, warum hast du ihn jetzt rausgeschmissen? Auf, ne? Aber das ist halt nun mal jetzt leider Phase, dass hier jetzt keine Dauerwerbesendung ist, Alter. Mann, der kann es doch einblenden, ja, was er hat. Du bist doch hier Moderator. Dann bist du gleich Feierabend. Wir können ja hier über Suat, andere Dinge reden. Ja, Suat, machst du dann gleich was auf? Weil ich mache jetzt hier sowieso gleich Feierabend. Nö, also bei mir dauert das mindestens noch eine Stunde, weil ich spiele, ich habe ja gerade einen auf, aber ich spiele nur das ab von den